Willkommen zu einer Zeitreise. Eine Reise durch Milliarden Jahre und 9 Monate. Zu den tierischen Wurzeln des Menschen. Eine Expedition in die Tiefen der Erdgeschichte. Zu unseren Verwandten der Urzeit und zu denen der Gegenwart. Wie viel Tier steckt im Menschen? Dieser Frage geht dieses Team nach. Mit ungewöhnlichen Experimenten und Computeranimationen, basierend auf wissenschaftlichen Daten. Es geht um die Rolle des Homo sapiens auf der Uhr des Lebens und um unsere Existenz, die wir einer Schicksalsstunde der Erde und unseren tierischen Verwandten verdanken. Wissen aktuell. Das Tier in dir. Und so beginnt unsere Zeitreise. Zuerst gehen wir viele Millionen Jahre zurück in der Evolution und zeigen, was wir Urverwandten wie Einzellern und Quallen alles verdanken. Und danach lernen wir den Menschen als Wasserwesen kennen. An einem Tag vor rund 4 Milliarden Jahren geschah auf der Erde etwas ganz Besonderes. Es entwickelte sich Leben. Wie aber wurde aus den ersten Lebensformen der Mensch? Dieses Team sucht mit seinen tierischen Gästen nach Antworten. Zum Beispiel dieser Salamander. Schon sein Skelett verrät viel über die Vergangenheit des Menschen. Genauso wie dieses Tupaya oder Spitzhörnchen. Biologisch ein Säugetier, wie der Mensch. Beide haben Haare. Jetzt kommt er zu dir gleich. Selbst mit diesem Barsch, obwohl er im Wasser zu Hause ist, verbindet uns weit mehr, als man auf den ersten Blick glauben mag. Das will uns dieses Team zeigen. Wir haben gemeinsame Wurzeln mit den Tieren. Und das zeigt jeder menschliche Embryo im Laufe seiner Entwicklung. Er durchläuft Entwicklungsstadien längst vergangener Epochen der Evolution. So hat er zum Beispiel kurze Zeit Kiemenbögen, wie es normalerweise Fische haben. Mein Name ist Art Giesolf. Ich bin Mediziner. Mein Fachgebiet ist also der Körper des Menschen. Wie faszinierend unser Körper ist, zeigt alleine schon die Entwicklung im Bauch der Mutter. Hier findet eine Zeitreise statt, die jeder von uns schon einmal erlebt hat. Eine Evolution im Miniaturformat, wie wir noch sehen werden. Das heißt also, Abschnitte aus vielen Millionen Jahren der Evolution zeigt uns der Embryo in nur 9 Monaten? Genau. Alles klar. Danke, Art. Die Evolution ist uns quasi in die Wiege gelegt. Oliver? Unsere Erde sah nicht immer so aus, wie sie heute aussieht. Ständige Veränderungen über Millionen von Jahren haben dazu beigetragen, dass wir entstanden sind. Ob es nun die Verschiebung der Kontinente waren, dramatische Klimawandel, die Verfügbarkeit von Salz oder Süßwasser, all das sind treibende Kräfte, die unsere Evolution maßgeblich beeinflusst und somit letztendlich das Modell Mensch geschaffen haben. Ich heiße Oliver Sandrock. Ich bin Paläontologe und beschäftige mich mit der Vergangenheit des Lebens auf der Erde.
Der blaue Planet änderte immer wieder sein Gesicht. An diesem Wandel musste sich das Leben anpassen. Und so entstanden die unterschiedlichsten Kreaturen. Eine davon heißt Mensch. Dass wir aussehen, wie wir aussehen, verdanken wir also der großen blauen Kugel, unserem Heimatplaneten, der Erde. Ich bin Axel Wagner, Biologe und Journalist. Mit Art und Oliver den Rätseln des Lebens auf der Spur. Für unser Projekt werde ich zum Untersuchungsobjekt. Mein Körper dient als Stellvertreter für den Menschen. So wollen wir herausfinden, wie viel Tier im Menschen zu finden ist. Eine Reise durch den Körper und eine Reise durch die Geschichte des Menschen. Denn in uns steckt nicht nur eine ganze Menge Säugetier, selbst Lebenspatente eines Regenwurms finden sich in uns. Bis zu den Quallen reicht die Verwandtschaft und sogar den Einzellern haben wir viel zu verdanken. Die Welt von heute ist untrennbar mit der Vergangenheit der Erde verbunden. Doch wie kam es zu all dem? Warum und wie wurde aus Tieren der Mensch? Um all das besser zu verstehen, reisen wir in die Erdgeschichte. Stellen wir uns vor, wir bewegten uns in die Vergangenheit. Von der Gegenwart bis in ein Zeitalter vor über 540 Millionen Jahren, als sich das Leben auf der Erde entfaltete. Das Kambrium. Wir besuchen die Welt unserer Urverwandten, denen wir Menschen unser Aussehen und unsere Biologie verdanken. Je weiter wir in die Tiefe reisen, umso älter sind die Wesen, auf die wir treffen. Hier sind wir im Tertiär, dem Zeitalter der Säugetiere. Die haben Haare, wie wir. Reisen wir noch tiefer in die Vergangenheit. Und jetzt kommen wir ins Erdmittelalter, das sogenannte Mesozoikum, die Zeit der Schreckensechsen, der Dinosaurier. Auch mit noch viel älteren Wesen haben wir einiges gemeinsam. Hier, schau mal, Amphibien, die ersten Wirbeltiere, die das Land erobern. Die haben Arme und Beine, wie wir. Und aus dieser Gruppe stammt auch unser Vorfahr. Und jetzt kommen wir in die Zeit, in der sich das Leben im Wasser abspielte, die Zeit der Fische. Und irgendwo hier müsste auch unser Fischvorfahr zu finden sein, denn in gewisser Weise waren wir ja schließlich auch einmal Fisch. Und in gewisser Weise sind wir es noch immer. Denn im Wasser beginnt jedes menschliche Leben, so wie das unserer tierischen Verwandten. Wir sind wie sie, Wasserwesen. Nicht nur die Entwicklung vom Embryo bis zur Geburt, auch der größte Teil unserer Evolution spielte sich im nassen Element ab. Dies zeigt die Uhr des Lebens. 4,6 Milliarden Jahre in 24 Stunden. Von der Entstehung der Erde bis zum Menschen. Lassen wir den Zeiger rückwärts laufen, beginnend mit der Gegenwart. Der Mensch existiert erst seit 3 Sekunden. Säugetiere seit rund 1 Stunde. Davor waren unsere Ahnen zunächst Reptilien und etwas früher Amphibien. Ab hier beginnt die Wasserzeit und Fische sind die höchste Stufe der Evolution. Dann geht es zurück in die Zeit der Quallen und anderer mehrzelliger Organismen. Vor 16 Uhr gibt es nur Einzeller, die ersten Lebewesen, die über 2 Milliarden Jahre lang alleine die Erde besiedelten.
erstaunliche 4/5 der Lebenszeit unseres Planeten existierten wasserlebende Einzeller. Und sie existieren immer noch. Zum Beispiel unsere Amöben. Auch wenn man sie mit dem bloßen Auge nicht sehen kann, nach wie vor sind Einzeller die häufigste und auch die artenreichste Gruppe auf Erden. Diese Minis regieren unsere Welt seit jeher und haben auch unsere Evolution erst ermöglicht. Weil wir von ihnen bereits die wichtigsten Prinzipien mit auf den Weg bekommen haben, die das Leben überhaupt ermöglichen. Zum Beispiel Fortpflanzung, Wachstum, Reaktionen auf Veränderungen in der Umwelt. Mit Einzellern scheint der Mensch kaum verwandt zu sein. Spulen wir aber die Entwicklung zurück, so zeigt sich, wir beginnen unser Leben als Einzeller. Dass daraus überhaupt ein Mensch werden kann, verdanken wir einem Ereignis, das 1400 Millionen Jahre zurückliegt. Dieser große Augenblick soll mit einem kleinen Experiment rekonstruiert werden. Es geht um eine Fütterung im Mikrokosmos. Die Leibspeise der Amöben sind nämlich diese grünen Pantoffeltierchen. Schon beginnen die Amöben ihre Jagd. Sie umschließen ihre Beute. Die Pantoffeltierchen sitzen in der Falle. Fragt sich nur, was das mit dem Menschen zu tun hat. Schon in der Urzeit ernährten sich Einzeller genau wie Amöben. Auch sie umflossen ihre Beute. Aber winzige Bakterien überlebten im Körperinneren der Amöben. Hier lieferten sie dem Lebenspartner Energie aus ihrem Stoffwechsel. Aus solchen Bakterien wurden im Laufe der Evolution die Kraftwerke in unseren Zellen, die Mitochondrien. Also, Vorteil auf beiden Seiten. Eine klassische Win-Win-Situation. So und genau so bildeten sich sehr wahrscheinlich auch unsere Mitochondrien. Die Mitochondrien haben eine eigene Erbsubstanz und sie wirken wie kleine Kraftwerke. Sie sorgen für die Umwandlung von Nahrung in Energie. Sag mal, heißt das dann, dass diejenigen Zellen im Körper, die viel Energie brauchen, auch dann ganz viele Mitochondrien haben? Ja, genau. Wie Muskelzellen, wie Nervenzellen oder Sinneszellen. Ohne die uralten Einzeller in uns keine Muskelkraft. Denn in den Muskelzellen tun viele Mitochondrien ihren Dienst. Auch unser Fingerspitzengefühl oder andere Sinnesreize werden erst durch Mitochondrien möglich. Und auch für Nervenzellen sind die kleinen Energiekraftwerke unentbehrlich. Sonst könnten wir nicht denken. Unser Körper ist quasi ein Archiv der Evolution. Die Mitochondrien zeigen es uns. Sie sind die vor Milliarden Jahren aus Mikroorganismen entstandenen Energiekraftwerke in unseren Zellen. Und nicht nur das. Sie sind auch ein Motor bei der Entstehung von Leben. Mitochondrien liefern Spermien die Antriebsenergie für ihre Wanderung. Der Mensch verdankt den Einzellern in uns also nicht weniger als seine Existenz. Erst durch die Befruchtung wird der Weg frei vom Einzeller zum Vielzeller. Die Energie aus den Mitochondrien braucht der werdende Mensch für jede einzelne Zellteilung. Für sein Wachstum und für seine Körperwärme, sobald er das Licht der Welt erblickt.
Aber noch ist unser Embryo erst wenige Tage alt. Nach knapp 2 Wochen stülpt er sich ein. Dieses Entwicklungsstadium entspricht dem Bauplan einer rund 500 Millionen Jahre alten Tiergruppe. Ihre Körpergestalt gleicht ein Leben lang solch einer eingestülpten Hohlkugel. Vorhang auf für die Qualle im Menschen. Quallen zählen zu den ältesten mehrzelligen Organismen der Erde. Ihre faszinierende Durchsichtigkeit wird durch einen auch für uns schier unentbehrlichen Baustoff ermöglicht, ein Eiweiß. Sein Name? Kollagen. Das Kollagen verleiht zum Beispiel Knochen ihre Stabilität, denn es ist ein unglaublich zugfestes Eiweiß. Es übertrifft in der Zugfestigkeit sogar Stahl. Nun gibt es eine Krankheit, die Osteogenesis imperfecta oder Glasknochenkrankheit, bei der das Kollagen seine Aufgabe nicht richtig erfüllt. Bei diesen Patienten sind die Knochen extrem brüchig. Und im Röntgenbild sehen sie im Gegensatz zu Achselsknochen regelrecht durchsichtig aus. Deswegen müssen bei diesen Patienten Schienen die Stabilität erzeugen, die im gesunden Knochen das Kollagen liefert. Die Qualle steckt also uns, dem Menschen, regelrecht in den Knochen, was sich beweisen lässt. Das hier ist ein ganz normaler Knochen mit Kollagen. Mal sehen, wie stabil der ist. Mhm. Achtung! Ziemlich stabil. In diesem Knochen hier haben wir das Kollagengerüst durch extrem langes Kochen zerstört. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich den auf die Kante schlage. Danke. Kamera läuft. Dieser Knochen stammt von einem Rind. Mit einem Menschenknochen sähe der Versuch nicht anders aus. Ohne Kollagen. Enden, Stürze und Schläge als Trümmerbruch. Kollagen. Ein Baustoff, den wir unserer Quallenverwandtschaft verdanken. Im Körper ist Kollagen das häufigste Eiweiß, ein sogenanntes Gerüstprotein. Es stützt die Knochen und damit das gesamte Skelett. Kollagen ist auch ein wichtiger Bestandteil unserer Gelenkknorpel. Und seine enorme Zugfestigkeit macht es zum idealen Material der Sehnen. Aus diesem Knochen haben wir mit Salzsäure den Kalk herausgelöst. Er besteht fast nur noch aus Kollagen. Und schau mal. Zack. Zack. Toll. Klasse. Ein entscheidendes Baumaterial für unseren Körper. Kollagen. Die Qualle im Menschen. Der Baum der Evolution. Aus seinen Ästen entwickelten sich die unterschiedlichsten Lebewesen. Er machte Einzeller zu unseren Verwandten oder eben auch Quallen. Sie lieferten die ersten Patente der Evolution, die sich bis in die Gegenwart des Menschen bewährt haben. Viele dieser ersten Tiergruppen sind schon vor Millionen Jahren wieder ausgestorben. Doch ihre Lebensprinzipien haben sich bis heute erhalten.
etwa die Fähigkeit, unsere Umwelt überhaupt mit den fünf Sinnen wahrzunehmen, entstand hier unten, im Urmeer. Dieses Erbe aus der Urzeit ist in jedem Embryo genetisch gespeichert. Selbst die Entwicklung der komplexesten Sinnesleistungen ist viele Millionen Jahre alt. Ein faszinierendes Beispiel dafür ist die Entstehung von Augen. Unsere Augen haben sich wie fast all unsere Sinne riechen, tasten, schmecken im Wasser gebildet, in einer Art Urozean, der die Erde zu jener Zeit bedeckte, als Quallen neben anderen Lebensformen mit die höchst entwickelten Organismen waren. Diese Zeit birgt für die Wissenschaft eines der größten Rätsel der Evolution. Das Leben ist damals nur im Wasser zu finden. Der Urkontinent Gondwana ist unbelebt und wird es auch noch für viele Millionen Jahre bleiben. Doch im Urozean geschieht plötzlich etwas bis heute Unerklärliches. Von der Gegenwart ist diese Zeit 540 Millionen Jahre entfernt. Das Kambrium. Zu Beginn dieser Epoche entsteht eine plötzliche Artenfülle, die kambrische Explosion. Siehst du, die kambrische Explosion. Eine Vielzahl auch heute noch lebender Tiergruppen entsteht damals innerhalb von rund 50 Millionen Jahren. Das scheint mir aber eine ziemlich lange Explosion gewesen zu sein, mein Lieber. Ja, du hast schon recht. Trotz allem ging die Entwicklung der Tierstämme relativ zügig voran. Und gemessen zur Länge aller Erdzeitalter war das wirklich fast eine Explosion. Dank dieser Explosion vor rund 500 Millionen Jahren erscheint ein besonderes Lebewesen im Urmeer. Ein möglicher Urverwandter von uns Menschen. Sein Name? Pikaia. Eine Mischung aus Fisch und Wurm. Anatomisch zeigt Pikaia Merkmale, die für heutige Wirbeltiere und auch für den Menschen typisch sind. Was denn? Mit dem sollen wir verwandt sein? Also viele Gemeinsamkeiten kann ich da nicht erkennen. Wie man es nimmt. Ich meine, Pikaia hat immerhin schon einen Kopf, hat einen vorne, hat einen hinten. Also er hat eine zweiseitige Körpergestalt. Oh. Und das Verblüffende ist, der hat eine Stange im Rücken. Dieser biegsame Achsenstab, die sogenannte Corda, gilt als Vorläufer unserer Wirbelsäule. Ein ganz ähnliches Lebewesen wie Pikaia wird bis in unsere Gegenwart überleben. Das Lanzettfischchen, auch Branchiostoma genannt. Seit der Urzeit hat sich dieses lebende Fossil kaum verändert. Das Lanzettfischchen hat bereits einen Darm und auch ein Blutkreislaufsystem. Das deutlichste Merkmal ist aber im Rücken zu finden. Eine Corda. Sie stabilisiert den Körper. Ein Patent, das auch im Rücken des Menschen zu finden ist. Zwar besitzen wir eine Wirbelsäule aus Knochen, aber ohne den Vorläufer aus der Urzeit könnte sie sich nicht entwickeln. Das zeigt uns der Embryo des Menschen. In ihm ist tatsächlich noch eine Corda zu finden, wie beim Lanzettfischchen oder einst bei Pikaia. Sie wird zwar später durch die Wirbelsäule ersetzt, aber in jeder einzelnen Bandscheibe bleibt ein kleiner Rest dieses Achsenstabes aus dem Urmeer erhalten. Für den aufrechten Gang an Land ist der uralte Achsenstab im Rücken leider nicht so eine ideale Lösung. Denn durch den Druck auf die Wirbelsäule können Bandscheiben austreten. In unserem Rücken tut die Corda im gewissen Sinne noch immer ihren Dienst. Dies wird vor allem dann deutlich,
wenn sie als flüssiger Kern der Bandscheibe austritt. Eine extrem schmerzhafte Erinnerung an unsere Verbindung mit der Evolution. Es hilft also nichts, wir müssen diesen Altlast mit uns rum oder im Falle eines Bandscheibenvorfalles zum Arzt tragen. Aus der Vergangenheit im Urmeer hat der Mensch noch weit mehr geerbt. Zum Beispiel seine Muskulatur. Bereit, läufst du? Moment. Okay, da kommt's. Bisher verhielten sich die Lanzettfischchen eher lethargisch. Doch im Aquarium sucht sich Branchiostoma den schnellsten Weg, um sich im Sand zu verstecken. Ohne Muskeln wäre diese Flucht nicht möglich. Muskulatur. Ein Antriebspatent der Evolution aus den vergangenen Zeiten in der Welt von Pikaia. Ich meine, für unsere Studiogäste kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man da Muskulatur braucht, um sich im Sand zu verstecken. Aber Oliver, wie war denn das bei unseren Urverwandten? Die Ausbildung der Körpermuskulatur war auch für uns, als wir uns auf der Entwicklungsstufe von Branchiostoma befanden, zum notwendigen Universalpatent geworden. Denn die Evolution im Lebensraum Meer, die schritt ständig voran. Muskelkraft war dabei nur eine von all jenen Fähigkeiten, die im Urmeer nötig waren, um zu überleben. Und um den großen Sprung des Lebens auf das Land zu schaffen. Das heißt, das Wasser ist die Heimat von uns und all unseren Mitgeschöpfen. Ohne Wasser kein Leben. Aber wenn das wirklich so toll war im Lebensraum Wasser, dann fragt man sich doch, warum wir irgendwann im Laufe der Evolution das Meer verlassen haben. Eine Frage für die weitere Suche nach den tierischen Wurzeln des Menschen. Wissen aktuell, das Tier in dir. Und so geht es weiter bei unserer Zeitreise durch die Evolution. Die nächste Stunde beschäftigen wir uns mit der Vergangenheit des Menschen als Fisch und beschreiben den langen Weg unserer Urverwandten vom Wasser ans Land. Zuerst der Mensch in seinem Element als Fisch. Dann ein kurzer Bericht über den Nutzen, den die Medizin heute aus Erkenntnissen der Evolution zieht. Und später der kleine Schritt vom Wasser auf das Land, der für den Weg zum Menschen ein Riesensprung war. Doch zunächst ein kurzer Blick hinter die Kulissen von unserem heutigen Wissen aktuell. Geschäftigkeit im Studio und hinter den Kulissen. Claudia! In 8 Drehtagen müssen 4 Milliarden Jahre im Kasten sein. Das weiße Studio ist angelegt als eine Art Experimentierraum für Tier und Mensch. Die grünen Flächen sind Stellvertreter für Computeranimationen wie die Erdkugel. Ende des Devon-Zeitalters hatten sich in und am Wasser neue Lebensräume entwickelt. Auf einer anderen Fläche soll sich ein Mensch entwickeln. Wie der Körper segmentiert ist. Auch bei diesem Embryo. Also wenn ich so etwas erkläre, das ich nicht sehe, dann sehe ich es trotzdem. Ich stelle es mir vor und erkläre das, was ich mir vorstelle. Und dann denke ich auch, das sollen die Techniker da mal hinkriegen, dass sie das rechtzeitig da zeigen, was ich hier sage. Weil ich stelle es mir so vor und so wird es jetzt gesagt. Die verschiedensten Lebensformen beherbergte. Ich kann also hingehen und auf diesem Globus zeigen, da ungefähr ist die Region, wo ganz frühe Fossilien gefunden wurden. Das Problem haben dann die Grafiker. Die Grafiker, 3D-Operator, die seit Monaten im Hintergrund des Projektes arbeiten, um auf der Grundlage wissenschaftlicher Daten den grünen Flächen Leben einzuhauchen. Hier wird eine neue Welt erschaffen. Unsere Erde, wie sie womöglich vor Millionen Jahren aussah. Und gleich daneben entsteht im 3D-Labor neues Leben. Eine der Anforderungen an mich ist, dieses Kind wachsen zu lassen. Von den ersten Wochen bis hin zur Geburt. Und
Mit diesem Drahtgittermodell habe ich dann die Möglichkeit, das Kind in die einzelnen Stadien morphen zu lassen. So wird jeder der Grafiker durch das Projekt zum Experten an seinem Objekt. Dazu kommt ja noch, dass meine Freundin jetzt gerade schwanger ist und ich Vater werde. Und natürlich jeder Besuch beim Frauenarzt deswegen auch wirklich ein Event für mich ist. Weil jedes Mal, wenn ich dann meinen Sohn auf dem Ultraschall sehe, und es ist tatsächlich so, dass er ungefähr mit derselben Geschwindigkeit voranwächst wie das Kind in dem Projekt. Wir sind zu Besuch in der Blue Box. Können wir noch mal den Hintergrund haben, ihr Lieben, die Animation? Statt blauer Studiowände wird hier später die Umwelt in der Erdgeschichte zu sehen sein. Für mich die interessanteste oder abgefahrenste Begebenheit in diesem Blue Box war unsere Fahrt in den Zeitschacht. Der Zeitschacht. Mit ihm reist das Team in die Tiefen der Vergangenheit. Eine Windmaschine simuliert den Fahrtwind, aber erst eine Animation macht die Illusion perfekt. Unterstützt durch die Bewegungen der Darsteller. Wie schnell es geht. Ein Grafiker montiert Realbild und Animation. Hier ist technisches Know-how gefragt, Kreativität und jede Menge Wissen über die Biologie unserer Urverwandten. Was man gar nicht so vermuten sollte. Aber vor allem mussten wir ja erstmal sehen, dass es wissenschaftlich abgeklopft ist, das, was wir darstellen wollen. Und diese Arbeit musste geleistet werden. Trotz des Aufwands, das Projekt kann und will kein Jurassic Park sein. Die Devise, Fossilien statt modellierter Urzeitmonster betreten das Studio. Kenntnisse über die Urgeschichte bestimmen die Arbeit. Die Animationen sollen nur unterstützen. Simulation trifft Evolution. Wir benutzen riesige Computer-Workstations, um dem Zuschauer eine Umwelt zu simulieren. Und auf der anderen Seite haben wir den Bruch und sagen, und jetzt schaut mal hier, und das ist ein Fossil. Das Ding kommt. Diese Zähne machen den Räuber so erfolgreich. Sie entstehen aus Hautzellen am Kieferrand. Am Kieferrand. Das heißt, absolute Hightech im Jahr 2000 zu 300 Millionen Jahre alten Fossil. Das finde ich gut. Viel Arbeit und ein Team mit vielen Jobs. Sie alle verbindet ein Ziel. Wir wollen für die Realität werben. Für das, was war, für die Evolution, für dieses spannende Ding, was da passiert ist in der Vergangenheit und was bis in die Gegenwart noch anhält. Also unsere Geschichte, die Erdgeschichte. Die seit Milliarden Jahren das Leben auf der Erde bestimmt. Die Evolution. Durch sie wird jeder von uns zu einer lebenden Verbindung mit der Vergangenheit des blauen Planeten. Seine Geschichte machte erst möglich, was wir heute unsere Welt nennen. Eine Geschichte, die im Urmeer begann. Denn hier entstand das Leben. Hier liegen die Wurzeln unseres Stammbaumes. Entlang seiner Äste entwickelten sich die ersten Lebenspatente, die auch noch in uns zu finden sind. Einzellern verdanken wir die Zellen unseres Körpers. Und was Quallen durchsichtig macht, verleiht auch unseren Augen Durchblick. Im Laufe der Evolution entwickelten sich Arten, die schnell schwimmen konnten, mit Muskulatur, auf der auch unsere Körpermuskeln basieren.
Im Zeitalter der Haie waren unsere Vorfahren Fische. Als Amphibien gingen unsere Ahnen an Land. Für den aufrechten Gang ein entscheidender Sprung. Säugetiere, die erste Tiergruppe mit Haaren. Ihnen und vielen anderen Arten verdankt der Mensch seine Entstehung. Mit dem Baum des Lebens sind wir also untrennbar verbunden. Wie viel Tier ist noch heute in uns zu finden? Dieser Frage geht das Team nach. Mit einer Reise durch den Körper. Die deutlichsten Spuren der Vergangenheit zeigt unser Skelett. Biologisch betrachtet ist der Mensch ein Wirbeltier. Denn die knöchernen Segmente aus Wirbeln und Rippen, aus Armen und Beinen sind ein Universalpatent der Natur, das wir mit vielen Arten noch immer teilen. Man sieht alleine schon an der Form der Wirbelsäule, die aus mehr oder weniger baugleichen Knochen besteht, wie der Körper segmentiert ist. Auch bei diesem Embryo, der mittlerweile 33 Tage alt ist. Am besten sieht man das Segmentierungspatent an den Muskeln. Stichwort Sixpack. Das Sixpack vom tollen Athleten beispielsweise ist im Grunde nichts anderes als die Betonung der körperlichen Eigenschaft Segmentierung, die auch unsere früheren Vorfahren schon hatten. Aus Sicht der Evolution ist das nicht besonders modern, denn es betont unsere Verwandtschaft mit den Ringelwurmen. Seine Muskelpakete treten allerdings auch ohne Training zutage. Und beim Wurm geht es nicht um Ästhetik. Die Muskeln braucht er zur Fortbewegung. Der Ringelwurm ist nur ein entfernter Verwandter des Menschen. Der Weg zu uns entwickelte sich auf anderen Zweigen des Stammbaumes weiter, der zu jener Zeit dem Wasser noch immer nicht entwachsen war. Den Veränderungen der Erdkruste ist das Meer ebenso ausgesetzt wie die noch unbewohnten Landmassen. Weltweit entstehen ausgedehnte Flachwasserbereiche und damit neue Lebensräume. In diesem Unterwasserrelief, das die verschiedensten Lebensformen beherbergte, war die Konkurrenz unter den Tierarten vermutlich ziemlich groß. Skorpione und Tausendfüßler, Tiere, die wir noch heute kennen, die hatten an Land schon geeignete Lebensräume gefunden. Aber nun stammen wir ja nicht von Skorpionen oder Tausendfüßlern ab. Ich meine, was war denn mit uns, mit unseren Ur-Ur-Ur-Vorfahren? Die waren doch sicherlich noch im Lebensraum Wasser zu Hause, oder? Stellen wir uns dazu vor, wir könnten in die Vergangenheit reisen. Eine Reise zurück in die Erdgeschichte. Von der Gegenwart bis in eine Zeit vor 440 Millionen Jahren. In das Silur. Während die ersten Tiere das Land besiedeln, sind unsere Verwandten noch im Wasser zu finden. Urtümliche Fische. Für einen Fisch sieht er ja absolut seltsam aus. Und die Haut wirkt wie ein Panzer. War das so eine Art Rüstung? Ja, ist anzunehmen. Sie sind ziemlich lange erfolgreich mit ihrem schwer zu knackenden Schutzschild. Und dennoch werden sie im Lauf der Evolution zu einer Randgruppe. Ihnen fehlt nämlich etwas ganz Entscheidendes. Etwas, das sie zur Abwehr von Feinden und zum Fressen brauchen. Und, lass hören. Sie haben keine Kiefer. Bis in die Gegenwart werden kieferlose Fische überleben. Auch wenn sie heute etwas anders aussehen. Dieses Neunauge zum Beispiel.
schauen wir uns an, was diesen Verwandten so besonders macht. Denn schließlich erlaubt er uns Einblicke in die Lebensweise unserer Ahnen vor vielen Millionen Jahren. Das runde Maul ist mit Hornzähnen besetzt und die Beutetiere sind Fische, an denen sich dieser kieferlose Fisch festsaugt, Blut trinkt und Fleischstücke mühsam herausraspelt. Auch wenn uns diese Mundöffnung nicht besonders praktisch erscheint, seit der Zeit im Urmeer hat sich das Neunauge biologisch kaum verändert. Ein lebendes Fossil. Einst waren sie weit verbreitet. Heute allerdings sind die Kieferlosen zu einer Randerscheinung der Evolution geworden. Welche Lebensformen auch immer das Urmeer hervorbrachte, um weiterleben zu können, mussten sie den Bedingungen ihrer Umwelt gewachsen sein. Sicher ist, einer dieser Äste wird irgendwann zum Menschen führen. Doch zuvor entwickelten sich noch ganz andere, uns seltsam erscheinende Panzerfische. Im Urmeer konnte der Panzer sie vor Feinden schützen, vor Raubfischen, denen bis heute kaum eine Tierart gewachsen ist. Darin sind sie fast unverändert. Ein Räuber des Meeres mit einer Waffe, die ihn unschlagbar macht. Diese Zähne machen den Räuber so erfolgreich. Sie entstehen aus Hautzellen am Kieferrand. Zähne, die nachwachsen, sind wirklich ein super tolles Prinzip. Das haben wir leider aus der Evolution nicht mitgenommen. Dafür aber das harte Material, den Zahnschmelz. Und zwar nicht den Zahnschmelz des Hais, sondern den der Knochenfische. Das heißt, das härteste Produkt unseres Körpers entstammt in uralten Zeiten hier unten. Haie sind also Überlebende der Erdgeschichte. Das macht sie zu einem idealen Untersuchungsobjekt in Sachen Evolution. Und zu einem Studiogast der besonderen Art. Die direkten Vorfahren des Menschen waren Knochenfische. Dieser Hai ist ein Knorpelfisch und somit nur ein entfernt Verwandter mit sehr ursprünglichen Merkmalen unserer Vergangenheit. Wir sollten uns diesen Botschafter aus dem Urmeer also genauer ansehen. Obwohl er nicht direkt verwandt mit uns ist, können wir trotzdem eine ganze Menge vom Hai über unsere eigene Vergangenheit im Lebensraum Meer lernen. Denn durch ihn können wir in einer Episode der Entwicklungsgeschichte blicken, in der das Modell Fisch die höchste Entwicklungsstufe der Evolution war. Eine eindrucksvolle Gemeinsamkeit zwischen Hai und Mensch ist im Kopf zu finden. Genauer im Gehirn. Der Hirnstamm des Menschen entspringt unserer Vergangenheit als Fisch. Der Hai macht es deutlich. Sein Gehirn sieht nicht nur aus wie unser Hirnstamm, seine Hirnnerven sind bei uns sogar noch in Funktion. Etwa die Kiemennerven. Sie werden in den Kiemenbögen des menschlichen Embryos angelegt und versorgen später die Muskulatur im Gesicht. Ohne die Vergangenheit im Wasser hätte der Mensch also keine Mimik. Der Fisch im Menschen. Er lässt sich mitunter auch noch gut am Erwachsenen erkennen. Bei manchen Patienten zeigen sich im Halsbereich Vertiefungen. Ein Rücksprung der Evolution und eine anatomische Erinnerung an die Kiemen unserer Ahnen. Wenn sich diese Kiemenspalten des Embryos im Laufe seiner Entwicklung nicht richtig schließen, dann bleiben sie als sogenannte Halsfisteln zurück. Medizinisch sind solche Fisteln aber kein Problem. Mit einer kleinen Operation können diese Kiemenanlagen geschlossen werden. Doch der Hai zeigt noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen dem Menschen und seinen Fischverwandten der Urzeit. Hauptdarsteller ist dabei der Kiefer. Seine Elemente ordnen sich bei den Knochenfischen neu an.
Die Wanderung setzt sich bei Amphibien und Reptilien fort. Die ursprünglichen Kieferknochen werden bei Menschen zu winzigen Gehörknöchelchen, Hammer, Amboss und Steigbügel. Womit er zupackt, können wir hören. Ein Erbe der Evolution. Doch der Hai sitzt als Knorpelfisch auf einem Seitenzweig unserer Verwandtschaft. Unsere direkten Vorfahren waren Knochenfische, wie sie vor rund 420 Millionen Jahren auftraten. Ein stabiles Skelett aus Knochen ist bis heute eine wichtige Voraussetzung für das Überleben im Wasser. Doch was genau verdankt der Mensch dem Knochenfisch? Mit diesem Barsch haben wir mehr gemeinsam, als man zunächst glauben sollte. Betrachten wir das wichtigste Erbe unserer Fischvergangenheit. Sein Skelett. Eine Wirbelsäule. Sie stützt den Körper im Wasser und an Land. Ein knöcherner Schädel. Er schützt das Gehirn. Und unsere Hand ist die Weiterentwicklung einer Flosse. Dem Fisch in uns verdanken wir eine Menge. Er hat ein Skelett wie wir, einen knöchernen Kopf, eine Wirbelsäule und Rippen, okay, Gräten und statt Armen hat er Flossen. Aber immerhin, also ich würde sagen, der Fisch ist schon fast einer von uns. Und wir sind fast noch Fisch. Denn im Mutterleib werden zwischen den Fingern Schwimmhäute angelegt, die sich erst später zurückbilden. So beginnt bei jedem von uns als Flosse, was einmal Hand werden soll. Doch dazu mussten sich unsere Vorfahren erst einmal vom Wasser zum Landlebewesen verwandeln. Veränderungen der Erdkruste machten diese Verwandlung überhaupt erst möglich. Ende des Devon-Zeitalters hatten sich in und am Wasser neue Lebensräume entwickelt. Und die Nutzung von Flachwasser und Feuchtgebieten, das war wahrscheinlich eine treibende Kraft bei der Entwicklung der Landwirbeltiere, also vom Fisch über die Amphibien bis zu uns. Und in diesen neuen Lebensräumen fanden sich zum einen neue Nahrungsquellen und auf der anderen Seite boten die wahrscheinlich auch guten Schutz vor, zum Beispiel großen Raubfischen. Schauen wir, unter welchen Bedingungen unsere Vorfahren einst lebten. Wir verlassen die Gegenwart und tauchen ein in die Welt des Devons vor 420 Millionen Jahren. Dort müssen die Gründe zu finden sein, warum wir heute an Land leben. So, Oliver, jetzt würde ich natürlich gerne von dir wissen, warum wir überhaupt aus dem Lebensraum Wasser herausgegangen sind, damals in unserer tierischen Vergangenheit. Das hat sicher viele Gründe, aber einer mag wirklich sein, dass es bis zu 5 Meter lange Raubfische gab, die unseren Fischvorfahren nachstellten. Und die retteten sich sehr wahrscheinlich ins flachere Wasser, in Flussmündungen oder Sumpfgebiete. Weil da die Raubfische nicht hinkamen. Genau, diese riesigen Raubfische wären da in dem flachen Wasser mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Grund gelaufen. Um nicht gefressen zu werden, war das Flachwasser die Rettung. Hier hatten unsere Fischvorfahren keine Feinde zu fürchten. Aber die Sache hat einen Haken. Flachwasser wärmt sich ziemlich schnell auf. Das bedeutet weniger Sauerstoff. Aber den haben sich unsere Vorfahren dann aus der Luft geholt. Und dazu braucht man bekanntlich Lungen. In der Wasserwelt des Devons hat die Fähigkeit, Sauerstoff aus der Luft zu atmen, also ihren Ursprung. Eine wichtige Voraussetzung für das Leben an Land. Wie die Lungen unserer Vorfahren einst aussahen, zeigt dieses Wesen. Musik
Lungen als einfache Ausstülpungen des Darms erlauben diesem Fisch, Luft von der Wasseroberfläche zu atmen. Und sie geben ihm seinen Namen. Der Lungenfisch kann in sauerstoffarmen Gewässern leben. Denn zusätzlich zu den für Fische üblichen Kiemen versorgt er seinen Körper mit Sauerstoff aus der Luft. 1 bis 2 Mal in der Stunde schwimmt er dazu an die Oberfläche und tankt seine Lungen neu auf. Genauso wie unsere Fischvorfahren vor über 400 Millionen Jahren. Bis heute ist in uns noch das Prinzip Lungenfisch zu finden. Denn eine Darmaussackung bildet auch bei unserem Embryo die Basis zur Entwicklung der Lungen. Ein Grundpatent der Evolution, dem wir unsere Atmung verdanken und das seinen Ursprung im Wasser hat. Doch um dem Lebensraum Wasser für immer den Rücken zu kehren, war ein Umbau des Fischkörpers zum Landlebewesen nötig. Auch das geschah in den Flachwasserbereichen des Devonmeeres. Dieser Urverwandte namens Eusthenopteron hatte bereits ein kräftiges Flossenskelett, mit dem er kurzzeitig das Wasser verlassen konnte. Die anatomische Grundvoraussetzung für das Gehen. Ganz ähnlich stützen sich Lungenfische mit ihren Paddeln am Boden ab, so wie einst unsere Urahnen. Die Entwicklung der menschlichen Extremitäten zeigt, dass sich aus Paddeln mit Schwimmhäuten, die man hier deutlich sieht, Finger entwickeln. Die Ursache, warum wir überhaupt fächerförmige Extremitäten mit Fingern und Zehen entwickeln, ist wohl ebenfalls an den Ufern des Devonmeers zu suchen. Nur eine breite Auflagefläche konnte das Gewicht des Körpers tragen. Das war wichtig, denn unsere Vorfahren erwarteten an Land eine große Herausforderung. Die Schwerkraft. Unter Wasser waren unsere Ahnen fast schwerelos, außerhalb aber fiel der Auftrieb weg. Der Weg an das Ufer kann also nur auf standfesten Knochen geschehen sein, wie diese Versteinerungen eines Fossils namens Ichthyostega belegen. Aber so etwas Ähnliches gibt es ja heute eigentlich auch noch. Fische, die sich an Land fortbewegen können. In den Mangrovenwäldern tropischer Küsten hat sich ein Grenzgänger zwischen Wasser und Land erhalten, der Schlammspringer. An Land sucht er seine Nahrung, gleichwohl ist er ein Fisch. Eine Lebensweise, die an unsere Vorfahren erinnert, bevor sie das Urmeer für immer verließen. Denn der Schlammspringer nutzt seine armartigen und verstärkten Vorderflossen als Gehwerkzeuge. Ein Prinzip, das einst auch für unsere Urahnen galt. Professor Detlef Gantel, Charité Berlin. Wissenschaftlicher Berater der Dokumentation. Die Entwicklung des Lebens hat für ihn auch nach über 40 Jahren als Mediziner nichts an Faszination verloren. Ich finde das immer noch unglaublich zu sehen. Das heißt, die ganze Entwicklung des Lebens kann man praktisch nachvollziehen und im Bild nachvollziehen bei der Entstehung des Menschen im Mutterleib. Das sind tolle Entwicklungen der Wissenschaft, tolle Möglichkeiten. Neue Erkenntnis, die uns auch, glaube ich, in unserem Menschenbild und unserem Selbstverständnis gar nicht unberührt lassen können.
Eigentlich bekämpft er Krankheiten. Auf der Suche nach neuen Therapien aber blickt Detlef Ganten nun zurück in die Urzeit. Ja, wir können aus der Evolution sehr lernen und diese Mechanismen übertragen dann auf Kranke und möglicherweise daraus neue Therapien entwickeln. Evolutionäre Medizin. So nennt er jene ungewöhnliche Disziplin, die gezielt unsere Urgeschichte mit einbezieht. So wollen die Mediziner schwerste Krankheiten besser verstehen und heilen. Ein Beispiel: AIDS. Millionen Menschen fallen der Immunschwäche Jahr für Jahr zum Opfer. Doch es gibt Ausnahmen. Die weißen Blutkörperchen mancher Menschen sind immun gegen AIDS. Der Schlüssel zur Abwehr steckt in den Genen ihrer Blutzellen. Denn sie wurden im Laufe der Evolution resistent gegen das Virus. Die Abwehrkräfte, die diese weißen Blutkörperchen neu erworben haben, in der laufenden Evolution, kann man natürlich jetzt nutzen, medizinisch. Man kann zum Beispiel diese weißen Blutkörperchen den Patienten geben, die an AIDS erkrankt sind. Und dann haben sie plötzlich diese Abwehrkräfte und diese AIDS-Patienten sind dann eventuell geheilt. Das ist kein Heilsversprechen, denn noch ist die Therapie nicht ausgereift. Aber erste Erfolge zeigen, dass der Blick in die Urgeschichte durchaus lohnt. Immer wieder änderte der blaue Planet sein Gesicht. Das Leben musste sich stets an diesen Wandel anpassen und entwickelte dabei ganz eigene Strategien gegen Krankheiten. Ein Besuch im Naturkundemuseum ist deshalb für Detlef Ganten Inspiration für seine Medizin. Denn die Evolution zu kennen, heißt auch, den Menschen besser zu verstehen. Dinosaurier. Die Urzeitriesen sind zwar nicht direkt verwandt mit uns, und doch gibt es Gemeinsamkeiten. So wurden an den versteinerten Knochen der Dinos Tumore entdeckt. Verantwortlich dafür ist ein Patent der Bakterien. Denn Krebs, also die ungehemmte Zellteilung, entspricht einem weit verbreiteten uralten Prinzip der Evolution. Entwickelt wurde es bereits bei den ersten Lebensformen, den Einzellern. Der Mensch, das ist den meisten nicht bewusst, beginnt auch als ein Einzeller nach der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, die Zygote. Die vermehrt sich sehr schnell zu 2, 4, 8, 16 so weiter Zellen, bis zu 100 Billionen Zellen. Wir Menschen bestehen aus 100 Billionen Zellen, aber eben Hirnzellen, Muskelzellen, Knochenzellen. Und plötzlich wird eine Zelle wild gewissermaßen, erinnert sich zurück an die Urzeiten vor 2 Milliarden Jahren und entwickelt dieses schnelle Zellwachstum wieder, unkontrolliert. Und unkontrolliertes, schnelles Zellwachstum ist Krebs. Eine Erkenntnis, die für Detlef Ganten nur einen Schluss zulässt. Der Kampf gegen Krebs muss am Erbgut der einzelnen Zelle ansetzen, damit die Zellteilung nicht aus den Fugen geraten kann. Und wenn wir das besser verstehen, auch aus der Evolution, von der schnellen Zellteilung der ersten Einzelle auf der Erde, dann werden wir möglicherweise neue Medikamente entwickeln können, die in diese Zellteilung, in diese Genregulation besser, spezifischer eingreifen können. Doch auch wenn wir untrennbar mit der Evolution verbunden sind, so hat der Mensch doch viele Leiden selbst zu verantworten. Zivilisationskrankheiten wie etwa Haltungsschäden oder die Volkskrankheit Übergewicht. Ich bin ja jetzt fast 40 Jahre tätig als Mediziner, als Wissenschaftler und sehe eben schon die ganze Zeit, aber zunehmend dicke Menschen, die Rückenschmerzen haben. Und die Frage ist, woher das kommt? Und wenn wir uns diese Kollegen hier angucken, dann liegt es eben daran, dass unsere Biologie, so wie wir aufgewachsen sind, evolutionär entstanden sind, haben wir ganz anders gelebt. Wir bewegten uns mehr, mussten unsere Nahrung Tag für Tag selbst erkämpfen. Das hielt uns fit. Doch die Fitness der Steinzeit ist dem Büromenschen von heute abhanden gekommen. Diese Kluft, die müssen wir überwinden, die müssen wir kennen. Und dann müssen wir uns entsprechend verhalten. Das ist Gesundheitsverhalten, das ist Vorbeugung, das ist Prävention. Noch steckt die evolutionäre Medizin in den Anfängen. Doch für die Medizin der Zukunft bietet die Urgeschichte ganz neue Perspektiven.
Viele Millionen Arten leben auf der Erde. Aber nur eine glaubt sie zu beherrschen. Der Mensch. Doch für die Evolution ist er nur eine sehr junge Erscheinung, die ihre Existenz tierischen Urahnen verdankt. Verfolgen wir unseren Stammbaum bis zu seinen Wurzeln. Hier treffen wir auf eine Tiergruppe, der wir etwa unsere Haare verdanken. Die Säugetiere. Unsere Ahnen entwickelten Arme und Beine als Amphibien. Noch tiefer in der Vergangenheit treffen wir auf Quallen, deren Durchsichtigkeit auch unseren Augen Durchblick verleiht. Und selbst mit Einzellern haben wir viel gemeinsam, denn jeder Mensch besteht aus einzelnen Zellen. Unsere Wurzeln sind also wahrhaft tierisch. Dieser Salamander steht vor einer Entscheidung. Jetzt steht er am Scheideweg. Links oder rechts? Zwei Wege sind frei. Wie wird er sich entscheiden? Links. Links erwartet ihn eine trockenwarme Kammer. Rechts ein eher feuchtes Klima. Das Experiment zeigt, er bevorzugt die Feuchtigkeit. Seine Haut würde sonst austrocknen. Schließlich ist er ein Amphib. Der Lurch hat Beine, Arme, Finger und 5 Zehen. Damit steht er uns näher als der Fisch. Das heißt, in uns steckt eine ganz gehörige Portion Amphib. Ich heiße Oliver Sandrock. Als Paläontologe erforsche ich das Leben in der Vergangenheit. Stellen wir uns vor, wir könnten durch die Epochen der Erdgeschichte reisen. Im Urmeer treffen wir auf die Wurzeln aller Lebewesen, auch des Menschen. Doch irgendwann verließen unsere Urahnen das Wasser, lange vor unserer Gegenwart, am Ende des Devon, vor 360 Millionen Jahren. Oh, toll. Ja. Es waren die ersten Amphibien. Dieser Tiergruppe verdanken wir, an Land zu leben und einen Körper, der der Schwerkraft gewachsen ist. Für ihr Leben an Land mussten die Amphibien aber nicht nur stabil gebaut, sondern auch beweglich sein. Davon profitiert der Mensch bis heute. Den beweglichen Kopf verdanken wir den Amphibien. Denn Fische haben keinen Hals, die können ihren Kopf nicht bewegen. Interessante Vorstellung. Ja, und dieses Lebenspatent, das wir hier nur als Versteinerung erleben, das hat sich bis in unsere Gegenwart erhalten. Als Amphibien der Gegenwart wie Salamander oder Frösche. Wie einst die direkten Vorfahren des Menschen leben sie an Land, beginnen ihr Leben aber im Wasser. Die Kinderstube der Amphibien ist und bleibt das Wasser. Die Eier, in denen sich die Kaulquappen entwickeln, die würden ohne Wasser ganz schnell austrocknen. Was ja in der Natur immer wieder passiert. Mein Name ist Axel Wagner. Ich bin Biologe und Journalist. Den Rätseln des Lebens auf der Spur. Im Wasser sind die Larven der Amphibien geschützt. Wenn aber ein Gewässer austrocknet, trocknen auch die Eier aus. Amphibien wie der Salamander leben an Land und im Wasser. Ein Wanderer zwischen zwei Welten. Wie einst die Urahnen des Menschen atmet der Feuersalamander Luft. Seine Larven aber bringt er im Wasser zur Welt.
Sie atmen mit Kiemen. Der Mensch dagegen hat das Wasser längst hinter sich gelassen. Aber wenn man genau hinschaut, ist die Entwicklung im Wasser gar kein wirklicher Unterschied zwischen Amphibien und uns. Für Menschen spielt Wasser eine große, eine wichtige Rolle. Ich bin Art Kieschow, Mediziner. Der Körper des Menschen ist sozusagen mein Beruf. Auch wir Menschen sind, zumindest während den ersten Lebensmonaten, Wasserwesen. Eigentlich müsste ich sagen Meereswesen. Als Embryo lebt jeder von uns in einem fantastischen kleinen Ozean namens Fruchtwasser. Wie unsere Amphibienverwandten wachsen wir in einer mit Flüssigkeit gefüllten Hülle heran. Auswirkungen der Außenwelt können dem Embryo hier kaum etwas anhaben. In der Flüssigkeit kann er sich frei bewegen und wird etwas später in seiner Entwicklung mit ihr sogar seinen Durst stillen. Das Fruchtwasser ist für ein Embryo absolut lebensnotwendig. Erstmal schützt es vor Austrocknen und es schützt vor Stoßen von außen. Es scheint, als ob wir den Ozean, in der unsere Fischvorfahren, Quallen, Einzeller bis heute noch leben, einfach mitgenommen hätten. Also ohne Wasser kann sich kein Embryo entwickeln, ne? Welcher dieser vier Embryonen ist ein Mensch? Die Antwort fällt deshalb nicht ganz leicht, weil unsere ersten Entwicklungsschritte im Fruchtwasser genauso ablaufen wie bei jedem anderen Säugetier, bei einem Reptil oder einem Fisch. Zu Anfang gleichen sie sich wie ein Ei dem anderen. Es gibt aber noch weit mehr Gemeinsamkeiten mit unseren Verwandten. Betrachten wir dazu das Skelett. Der Salamander scheint auf den ersten Blick mit uns wenig gemeinsam zu haben. Doch seine Anatomie ist der unseren ganz ähnlich. Er hat etwa einen Schultergürtel. Und auch ein Becken. Bis zum Menschen hat sich dieses Prinzip nicht geändert. Unser Schultergürtel stammt aus Amphibientagen und auch das Gehen auf zwei Beinen hat dort seine Wurzeln. Denn unsere Beine sind wie beim Salamander, über das Becken stabil mit der Wirbelsäule verbunden. Unsere Hauptkraft kommt aus den Beinen. So, und jetzt brauchen wir unseren nächsten Studiogast, der uns mal vormacht, was so möglich ist in Sachen Fortbewegung. Der Ochsenfrosch ist zwar kein direkter Verwandter des Menschen, aber eine Art Prototyp für unsere Beinkraft. Oliver, gehst du zu? Ich geh vor. Genau. Okay, Oliver, bist du soweit? Alles klar. Art? Läuft. Okay. Bist du soweit? Von solchen Sprüngen können wir nur träumen. Das Prinzip Frosch aber steckt auch im Menschen. Die Beine und Muskeln, die wir vom Lurchen geerbt haben, sind natürlich klasse. Ohne die Stabilität der Beine gäbe es keinen aufrechten Gang. Der Frosch ist noch in anderer Hinsicht ein Pionier. Er zeigt uns einen Bewegungsapparat, der die Landwirbeltiere in die Lage versetzt, der Schwerkraft zu trotzen. An der Wirbelsäule wird dies besonders deutlich. Lurchen, Reptilien und auch Säugetiere haben eine Wirbelsäule, die waagerecht ist. Die Schwerkraft zieht nach unten. Nun wirken bestimmte Fortsätze an den Wirbeln diese Kraft entgegen. Aber Art, bei uns ist die Wirbelsäule doch senkrecht gestellt, ne? Und der Druck verläuft quasi nach unten entlang der Wirbelsäule.
Die Evolution hat einfach keine Tierart entwickelt mit einer funktionierenden senkrechten Wirbelsäule. Sonst hätten wir die vielleicht erben können. Für das aufrechte Stehen ist das Patent aus Amphibientagen trotzdem sinnvoll. Es stabilisiert die Wirbelsäule und erlaubt uns gleichzeitig, sie nach vorne durchzubiegen. Für die Urahnen des Menschen war die Eroberung des Festlandes eine große Herausforderung. Um den Lebensraum Wasser verlassen zu können, waren ein stabiles Skelett nötig und kräftige Muskeln. Doch dass der Mensch dauerhaft an Land leben kann, verdankt er einer Tiergruppe, die vor rund 300 Millionen Jahren das Licht der Welt erblickte. Die Reptilien. Er sieht aus wie ein Botschafter der Urzeit. Und doch ist er ein Verwandter des Menschen. Reptilien wie dem Leguan verdanken wir einen Stoff, der zum Leben auf dem trockenen Festland unverzichtbar ist. Seine Krallen und unsere Fingernägel bestehen aus diesem Material, einem Faserprotein namens Keratin. Dieses Erbe der Reptilien ist für unseren Körper ein Universalbaustoff. So bestehen Haare aus Keratin und sind geschuppt, wie die Schuppen eines Reptils. Auch in unserer Haut findet sich Keratin und schützt sie vor dem Austrocknen. Es wird von den Hornzellen produziert und verleiht der Oberhaut ihre schuppige Struktur. Was die Haut einer Schlange glänzend macht, ist auch in der Haut des Menschen zu finden. Keratin aus Hornzellen. Das sind auch Hornzellen. Ein Natterhemd, das Reptilien, wie diese Schlange hier, von Zeit zu Zeit abstoßen, wenn sie sich häuten. Nun, das ist doch endlich mal keine Gemeinsamkeit, sondern ein Unterschied zwischen Mensch und Tier. Weit gefehlt. Nach durchschnittlich 27 Tagen verliert jeder Mensch eine gesamte Generation an Hornschuppen. Er häutet sich, und zwar schneller als jede Schlange. Unter dem Mikroskop sind unsere Häutungsprodukte gut als Schuppen zu erkennen. Auch wenn wir uns nur in kleinen Schuppen häuten und nicht in so ein hübsches Natterhemd, das Prinzip der Erneuerung ist dasselbe. Der werdende Mensch ist von Fruchtwasser umgeben. Außerhalb dieser Flüssigkeit wird ihn später das Keratin davor bewahren, auszutrocknen. Doch noch wird er vom Amnion geschützt, einer Eihaut, die ebenfalls von den Reptilien stammt. Auch diese Eidechse hat sich in einer Hülle entwickelt, die das Fruchtwasser speichert. Dasselbe geschieht bei Menschen, nur dass wir keine Eier legen. Durch Eier mit festen Schalen und Keratin konnten unsere Vorfahren als Reptilien nun das Festland erobern. Und das war eine lohnenswerte Sache, denn mittlerweile hatte sich einiges getan. Durch die Kollision von Nord- und Süderde war ein Superkontinent entstanden, den wir Pangea nennen. Ein riesiger Lebensraum, auf dem sich unsere Vorfahren nahezu uneingeschränkt ausbreiten konnten. Wenn sich das Bild der Erde damals nicht gewandelt hätte, wäre das Land demnach nicht so schnell erobert worden. Es war also eine globale Veränderung, die wie ein Motor der Evolution dazu beigetragen hat, dass unsere Urverwandten das Land besiedeln konnten. Zeitreise? Zeitreise. Besuchen wir die Vorfahren des Menschen. Wir verlassen die Gegenwart und betreten eine Welt vor 300 Millionen Jahren. Das Perm.
Das Reich der säugetierähnlichen Reptilien. Aus solchen Lebensformen werden einmal die Säugetiere und auch der Mensch hervorgehen. Boah, schau dir mal die Zähne an. Die sehen mir alles andere als harmlos aus, oder Oliver? Oh ja. Die Reptilien des Perm sind sehr wehrhaft. Mit ihren verlängerten Eckzähnen halten sie ihre Beute fest. Und diese spitzen Waffen versetzen sie in die Lage, Tiere zu fressen, die viel größer sind als ihre Mundöffnung. Sie können ihre Nahrung nämlich zerteilen. Unsere Eckzähne stammen demnach von solchen säugetierähnlichen Reptilien. Ein effektives Kausystem, das sich trotz Messer und Gabel bis in das Zeitalter des Menschen erhalten wird, oder? Ja, unsere Eckzähne stammen noch aus dieser Zeit, vor den Dinosauriern. Denn die sollen ja erst noch viel später kommen. Da hat der Hand so welche, ne? Genau, das wird's. Nicht nur ihre langen Zähne sind für die säugetierähnlichen Reptilien von Vorteil. Besonders in der Dämmerung macht sie noch ein weiterer Grund zu gefürchteten Räubern. Dieser Dimetrodon etwa besitzt ein Rückensegel. Über diese große Fläche kann er am Morgen mit den ersten Sonnenstrahlen Wärme auftanken. So ist er aktiver und schneller als seine Beute. Die Nutzung der Sonnenenergie. Ein Schlüsselpatent der Evolution, das über den Erfolg einer ganzen Tiergruppe entscheidet. Wie wichtig das Sonnenlicht für unsere Vorfahren aus der Reptilienzeit ist, zeigt unser Studiogast durch ein faszinierendes Organ. Diese Schuppe in der Mitte des Kopfes. Komm, ich übernehme. Ja, kannst du übernehmen. Ja. Ist der sichtbare Teil des dritten Auges des Leguans. Neben seinen normalen Augen kann er auch mit diesem dritten Auge Licht wahrnehmen. Dieses Auge misst die Stärke der Sonnenstrahlung, die als Reiz an eine Drüse im Gehirn weitergeleitet wird. So kann der Leguan die Intensität der Sonne feststellen. Er kann sich entweder in die Sonne legen und Wärme tanken, oder er kann in seinem Versteck bleiben. Der Mensch besitzt etwas ganz Ähnliches. Auch die Aktivität des Menschen, wann wir müde sind und wann hellwach, wird gesteuert von einem System, das vor Millionen Jahren entwickelt wurde. Zwar haben wir kein drittes Auge, aber dafür die Drüse im Gehirn, die Zirbeldrüse. Sie reagiert auf Lichtreize, die von den Augen kommen, und steuert unseren Tag- und Nachtrhythmus. So wie beim Leguan, das dritte Auge. Im Zeitalter der Reptilien kommt es auf der Erde zu einer Katastrophe. Eine Schicksalsstunde. 250 Millionen Jahre vor der Gegenwart. Dieses größte Artensterben aller Zeiten beginnt, als die Epoche des Perm zu Ende geht. Ja, ich meine, es ist unglaublich. Ende des Perms sterben fast 90% aller Meeresorganismen, fast drei Viertel der Landbewohner aus, darunter fast alle säugetierähnlichen Reptilien. Warum das passierte, ist nicht ganz klar. Sicher ist nur, dass extreme geologische Veränderungen eine ganz, ganz große Rolle spielten. Das Leben auf der Erde war nicht nur einmal bedroht. Verlassen wir das Perm und blicken noch weiter zurück in die Vergangenheit. Mehrmals in seiner Geschichte präsentierte sich unser Planet als Schneeball. Riesige Vereisungsflächen und tiefe Temperaturen prägten für Millionen Jahre die Erde. In der Permzeit ist es umgekehrt. Extreme Hitze und wenig Luftsauerstoff machen den Lebewesen zu schaffen. Aus dieser Krise wird eine Reptiliengruppe als Herrscher des Erdmittelalters hervorgehen. Die Dinosaurier.
Im Schatten dieser Riesen entwickeln sich die Vorfahren des Menschen. Noch spielen sie auf dem Stammbaum des Lebens eine Nebenrolle. Und doch sind sie in der Dinosaurierzeit schon zu finden. Die Säugetiere. Gemessen an den Dinos sind die Säugetiere klein, unscheinbar, mehr oder minder nachtaktiv. Sie sind eher Randerscheinungen, die diesen riesigen Dinos besser aus dem Weg gehen. Den Giganten haben unsere Vorfahren nichts entgegenzusetzen. Die Zeit der Säugetiere war einfach noch nicht gekommen. Es sollten noch über 160 Millionen Jahre vergehen. Dann erst schlägt den Dinos die letzte Stunde. Sie schlägt am Ende der Kreidezeit, vor 65 Millionen Jahren. Als ein Besucher aus dem Weltall seine Spuren auf der Erde hinterlässt. Diese silbrig-weiß glänzende Schicht am Übergang vom Kreide- ins Tertiärzeitalter besteht aus einem Metall, Iridium. Und es erstaunlich ist, dass es auf der Erde seltener vorkommt als Gold oder Platin. Gut, dann würde ich aber auch ganz gerne mal von dir wissen, warum dieses Iridium hier unten so häufig vorkommt. Die Antwort auf diese Frage kam im wahrsten Sinn des Wortes vom Himmel gefallen. Ein Meteorit von 10 Kilometern Durchmesser mit Kurs auf den blauen Planeten. In nur einem Augenblick wird er die Welt der Dinosaurier zerstören. Eine globale Katastrophe. Noch Jahre nach dem Einschlag ist der Himmel verdunkelt und das Leben erstarrt. Die Landschaft mit Asche bedeckt. In diesem Ascheregen finden sich Iridiumspuren aus dem Meteoriten, die sich über die gesamte Erde verteilen werden. Die Herrschaft der Reptilien ist beendet. Nicht einmal 25% aller Tierarten überleben das Massensterben. Wissen aktuell, das Tier in dir. Und so geht es weiter bei unserer Zeitreise durch die Evolution. Jetzt schlägt die Zeit der Säugetiere, deren Fähigkeiten und Veranlagungen die Grundlage für die Entwicklung des Menschen bilden, bis hin zur Emanzipation von unserem nächsten Verwandten, dem Affen. Zuerst vom Säugetier zum aufrechten Gang, der entscheidende Schritt des Menschen. Und danach, wie viel Affe noch in uns Menschen steckt, mit einer ganzen Reihe von Experimenten. Doch zunächst ein weiterer Blick hinter die Kulissen von unserem heutigen Wissen aktuell. Eine etwas unangenehme Herausforderung, die Inszenierung des Ascheregens, wie er nach einem Meteoriteneinschlag auf die Erde fiel. Doch Menschen stehen bei dieser Produktion ohnehin weniger im Mittelpunkt. Vielmehr Tiere wie dieser Leguan. Universitätsklinik Tübingen, Computertomographielabor. Hier entstehen Rohdaten für bisher einmalige Einblicke in die Anatomie der tierischen Darsteller. In der Dokumentation sollen sie mit dem Menschen verglichen werden. Und so wird auch der Mensch durchleuchtet. Selbst für die Mediziner im Team ein völlig neuer Anblick. Präparate aus Museen und Forschungseinrichtungen wie dieser Hai geben für das Projekt ihr Innenleben preis. Etwa, um später das Haigehirn mit unserem Gehirn vergleichen zu können. Bei diesem Präparat einer wissenschaftlichen Sammlung geht es um die Kraft der Beine. So sieht das Ergebnis aus, doch der Weg dahin ist weit. Es war für sich schon alleine ein Projekt, dorthin zu fahren, zu sagen, da wo jetzt eigentlich normalerweise die Patienten liegen, da kommt jetzt so ein Frosch oder ein Hai durch das CT geschoben. Das heißt, da war auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Und das war fantastisch. Die Aufnahmen des medizinischen Diagnostiklabors sind nur der erste Schritt auf dem Weg zum springenden Frosch.
Im Animationsstudio soll eine speziell für das Projekt entwickelte Software die Bilder der Uniklinik in Bewegung versetzen. Ich gehe jetzt mal hier drauf und dann sieht man eben halt, dass dieser Frosch losspringt. Und diese real existierenden Datensätze zu animieren, ist schon Neuland. Ein lebendiger Kollege soll im Studio demonstrieren, wie weit so ein Frosch überhaupt springen kann. Aber er macht ihm nichts. Wir gucken ihn an und sagen, komm, Frosch, spring. Du bist groß, du bist kräftig, du hast lange Beine. Aber spring. Und wir haben gewartet und gewartet, gewartet. Und irgendwann sprang er los. Und dann sprang er so weit, dass wir beide verblüfft waren. Ein Frosch springt weit und schnell. Das war gut, oder? Um einen solchen Sprung überhaupt ins Bild setzen zu können, ist Zeitlupentechnik nötig. Probesprung eines Stellvertreters. Und ganz schwarz, guck mal aufs Bild, dann weiß ich. Und dann springt er. Mit 1500 Bildern pro Sekunde, kombiniert mit der 3D-Animation, wird der Frosch zum Star. Und so sieht die Highspeed-Kamera das Zerschlagen eines Knochens. Doch das Erstellen solcher Bilder ist nicht ungefährlich. Dann habe ich geschlagen und schlug und dann zerflog der über den Einzelteilen und dann fetzte ein ziemlich großes Stück Knochen ins Studio rein und ich dachte nur, oh wei, wen trifft das jetzt? Getroffen wurde zum Glück nur die Dekoration. Ja, genau. Das macht das so. Im Rampenlicht der Highspeed-Kameras werden auch ganz unscheinbare Zeitgenossen zu Hauptdarstellern. Lanzettfischchen. Die Tierchen sollen demonstrieren, wie einst unsere Verwandten durch das Urmeer tauchten. Doch in Realzeit geht auch hier alles recht schnell. Erst Geduld führt zum Ergebnis. Es war schon eine Herausforderung. Wir haben da mit 4-5 Leuten, ich weiß es nicht, ich glaube 3 oder 4 Stunden investiert, nur um diese eine Aufnahme im Kasten zu haben. Das Ende der Kreidezeit. Nach dem Einschlag eines Meteoriten ist das Leben auf der Erde erstarrt. Das Klima wird für lange Zeit extrem instabil. Hunderttausende Arten fallen dieser Katastrophe zum Opfer. Viele Tiergruppen sind für immer ausgestorben. Nicht einmal 25% aller Tierarten überleben dieses globale Massensterben. Schon seltsam. Über 3/4 aller Arten sind damals für immer vom Erdball verschwunden und das lange bevor der Mensch das Licht der Welt überhaupt erblickte. Aber auf der anderen Seite haben wir die Katastrophe doch überlebt. Oder besser gesagt, unsere Vorfahren, die sich jetzt nicht mehr vor Dinosaurier fürchten mussten. So gesehen war das für uns Glück. Ein Glück für Arten wie diese. So ähnlich sahen unsere Vorfahren vor rund 60 Millionen Jahren aus. Das Spitzhörnchen, ein Verwandter. Seine Körpertemperatur ist wie bei uns immer gleich warm. Durch diese Fähigkeit konnten einst die frühen Säugetiere vor den tagaktiven Dinosauriern in die Kühle der Nacht ausweichen. Für diese Lebensweise entwickelten unsere Vorfahren Haare. In den Zeiten, als uns die Dinos zur Nachtaktivität verdammten, war es wichtig, auch außerhalb der Sonnenstunden eine gute Isolation zu entwickeln. Und was ist dazu besser geeignet als ein Fell? Das heißt, Körperbehaarung ist ein Relikt aus der Saurierzeit, auch wenn wir nicht mehr am ganzen Körper behaart sind. Stimmt's? Unsere Haare stammen also aus der Urzeit.
Naja, die Behaarung schwankt natürlich von Mensch zu Mensch und ist auch eine Frage des Alters. Aber 3 Monate lang hat der werdende Mensch ein Fell, die Lanugo-Behaarung. Kurz vor der Geburt wird dieses Fell abgestoßen. Das wichtigste Säugetiermerkmal aber behalten wir ein Leben lang. Es dient der Mutter zur Ernährung des Nachwuchses, ist aber auch bei männlichen Wesen zu finden. Die Brustwarze. Dass wir dennoch Brustwarzen haben, liegt daran, dass jeder Embryo, ob später Mann oder Frau, sich zunächst weiblich entwickelt. Das bedeutet, die Brustwarzen werden auch bei Männern angelegt. Und da die Brustwarzen bei Männern schon mal angelegt sind und auch nicht stören, werden sie nicht mehr zurückgebildet. Je näher unsere tierische Verwandtschaft im Stammbaum des Lebens der Spezies Mensch kommt, umso deutlicher zeigt sich, wie viel wir unseren Ahnen verdanken. So wäre der Weg zum aufrechten Gang gar nicht möglich ohne unsere Primatenvorfahren. Wie uns dieser Wari aus Madagaskar zeigt. Lange bevor wir als bekleidete Zweibeiner durch die Welt gingen, waren wir in den Baumwipfeln Afrikas zugange. So wie dieser Wari heute noch. In luftiger Höhe ist es sinnvoll, um Distanzen, um Entfernungen zwischen Ästen genau abschätzen zu können, damit man nicht runterfährt. Und für dieses räumliche Sehen müssen die Augen nebeneinander liegen. Der Wari hat genau diese Eigenschaft und kann uns mit beiden Augen gleichzeitig sehen. Auch unsere Hände beweisen und erinnern uns an unser einziges Leben in luftiger Höhe und an unsere Verwandtschaft mit dem Wari. Ein Daumen, der den anderen Fingern gegenüberliegt, ermöglicht ein kräftiges Zugreifen in den Ästen, wenn ich mich von Ast zu Ast hangel. Eine andere Anpassung betrifft die Fingernägel. Die sind abgeflacht und bilden mit den Fingern Greifinstrumente. Bei uns und beim Wari. Das heißt, ich habe in den Bäumen viel besseren Halt, weil die Auflagefläche viel größer ist. Und ich habe auch im alltäglichen Leben kaum Probleme, Dinge festzuhalten. Das heißt, hätten unsere Vorfahren die Baumwipfel nicht erklommen, dann hätten unsere Finger noch immer Krallen? Wie beim Tupaya? Oder beim Leguan? Ja, kann schon sein. Spätestens der Wari macht die gemeinsame Evolution deutlich. Bis in unsere Fingerspitzen sind wir mit unseren tierischen Verwandten verbunden. Vorbereitungen für ein besonderes Experiment. Es geht darum, mehr über den Unterschied zwischen Mensch und Tier zu erfahren. Die Frage lautet, was an uns ist eigentlich typisch menschlich? Unterstützt wird das Projekt von Sina, einer Vertreterin unserer nächsten Verwandten. Keine andere Spezies steht dem Menschen biologisch näher als die Schimpansen. Was verbindet und was trennt uns von ihnen? Dieser Frage soll Oliver Sandrock genauer nachgehen. Er ist Paläontologe. Sein Forschungsgebiet: die Entstehung des Menschen. Die erste Verwandtschaftsfrage: Wie steht es mit der Sprache? Hallo. Mach mal so. Sprechen gilt schließlich als ein Markenzeichen unserer Spezies. Guck mal, wir erzeugen unsere Sprache hier. Genau da. Genau da erzeugen wir unsere Sprache. Und da kommen bei dir auch die Töne raus. Nur wir verstehen euch nicht. Trotz der fast 99-prozentigen Verwandtschaft bleibt das Gespräch einseitig. Die Anatomie zeigt uns den Grund für die Sprachlosigkeit von Schimpansin Sina. Wir verdanken die Sprache einer bestimmten Lage von Zunge, dem weichen Gaumen und dem Kehlkopf. Hier entstehen viele Sprachlaute. Hallo. Viel kleiner ist dieser Resonanzraum beim Schimpansen. Menschlich zu sprechen ist daher für unsere Verwandten unmöglich. Bringst du mir Effisch bei?
Sina ist von Kopf bis Fuß aufs Klettern eingestellt. Ein großer Unterschied zu uns. Der Greiffuß macht's möglich. Die Füße unserer Urahnen sahen ganz ähnlich aus. Erst im Laufe von Millionen Jahren entwickelte sich eine flache Standfläche, die den aufrechten Gang unterstützt und die uns heute auf Schritt und Tritt begleitet. Warum Schimpansen nicht dauerhaft auf zwei Beinen gehen, hat aber noch einen anderen Grund. Wenn wir uns aufrichten, gerät die Wirbelsäule senkrecht unter die Mitte des Kopfes. Die Stabilität im Stehen wird dadurch unterstützt. Bei Schimpansen sieht das anders aus. Ihre Wirbelsäule setzt eher am Hinterkopf an und steht normalerweise in dieser schrägen Haltung. Dasselbe gilt für die Form des Beckens. Der Bauchraum droht bei längerem aufrechtem Stehen nach vorne unten abzusacken. Bei Menschen dagegen werden durch die Beckenschaufeln die inneren Organe von unten abgefangen. Für uns ist auch längeres Stehen daher kein Problem. Auch die Form der Wirbelsäule ist entscheidend. Bei Menschen ist sie wie ein doppeltes S geschwungen. Bei Schimpansen ist sie gekrümmt. Für längeres Stehen ungeeignet. Jetzt ist Pause. Guten Appetit. Das ist deins. Auch bei Tisch gibt es große Unterschiede zwischen den beiden. Weißt du, was der Unterschied ist? Du bist Vegetarierin. Und ich. Und ich esse Fleisch. Und du isst im Normalfall kein Fleisch, sondern Bananen, Nüsse und Orangen. Und was wir beide machen, ist, wir schmatzen. Du schmatzt nur lauter als ich. Schmeckt's? Der Mensch entwickelte im Laufe seiner Evolution die Technik des Fleischbratens. Du kannst das andere gerne essen. Eine Erfindung mit Vorteil? Gebratenes Essen ist viel bekömmlicher als Rohkost. So kann die Energie dem Gehirn nämlich viel schneller zugeführt werden. Der Nachteil, den die Sina hat, ist, dass sie extrem lang verdauen muss. Vielleicht war gebratenes Fleisch ein Motor für die Evolution unseres Gehirns. Aber wie steht es mit jener großen Leistung, die wir als Kultur bezeichnen? Und ich male. Ist Kultur etwas typisch Menschliches? Unser Experiment soll das am Beispiel Malerei überprüfen. Ja, was meinst du? Sina? Guck, was ich mache. Guck. Sina? Sind unsere nächsten Verwandten wirklich kulturlos? Okay, nimmst du die blau? Ja, mach ruhig. Mal ruhig. Ich mal dann hiermit weiter. Sina jedenfalls ist bei der Auswahl der Farben durchaus wählerisch. Jetzt mache ich noch mal ein kleines. Und die Pinselführung ist auch nicht weniger professionell. Ist das, was hier geschieht, also nicht schon Kultur? Wer würde Sina absprechen wollen, dass hier durchaus etwas Kreatives entsteht? Die Flächen schön ausmalen, ja. Doch es gibt einen wichtigen Unterschied. Willst du deine eigene Ausstellung bekommen? Unsere geistigen Fähigkeiten. Sie schaffen Verantwortung. So, Sina, komm, wir gehen. Nicht wegen der gemeinsamen Vergangenheit, sondern damit unsere tierischen Verwandten eine Zukunft haben. Homo sapiens, wir schaffen es in weniger als 100 Jahren, viele Arten einfach von der Erdoberfläche verschwinden zu lassen. Und das ist eine Schande. Das heißt, da gebührt dem Homo sapiens ein bisschen mehr Demut seiner Umwelt gegenüber, weil wir sind unterm Strich das Ergebnis aus Millionen von Jahren von Evolution. Aber sind wir nicht die Krone der Schöpfung? Ist der Mensch nicht doch, gemessen an einem Einzeller, ein Wunderwerk? Wir können uns natürlich als Wunderwerke betrachten, müssen aber gleichzeitig zugeben, dass es viele andere Wunderwerke neben uns gibt. Es gibt ganz, ganz viele Kronen. Und wenn wir eine von vielen Kronen sind, dann, okay, sind wir eben auch eine. Die Kronen der Evolution. Sie zu zeigen, darum geht es in diesem Projekt. Durch 3D-Grafiken wird klar, welch unbedeutende Rolle der Mensch in der Erdgeschichte eigentlich spielt. Und wie wenig Zeit unsere Existenz auf der Uhr des Lebens einnimmt. Aber auch die reale Welt macht deutlich, ohne seine tierischen Urverwandten
gäbe es den Menschen nicht. Ich hoffe eigentlich, dass es uns gelingt, um auch diese Bescheidenheit rüberzukriegen, dass wir nicht die Stars des Programms sind, sondern wir sind während dieser Strecke da. Aber die Strecke war schon viel länger und die Strecke geht dann noch sehr viel weiter. Die Wegstrecken der Vergangenheit haben ihre Spuren hinterlassen, denn sie sind in jedem Leben gespeichert. Ob unsere Vergangenheit im Urmeer oder der Weg vom Wasser auf das Land, selbst so unscheinbare Patente wie unsere Haare sind ein Teil der langen Zeitreise der Evolution, in der der Mensch nur eine Momentaufnahme ist. Eine Zeitreise, deren Stationen jeder von uns in 9 Monaten durchläuft. Die Evolution steckt in jedem von uns. Gehen wir? Das Wunder namens Leben. Durch die Evolution wird es jeden Tag aufs Neue möglich. Schau mal, Laurin. Da ist dein virtuelles Geschwisterchen. Und so ähnlich hast du da auch mal ausgesehen.